Wie viel Leben So, und hast meine du? zweite Aufnahme für Ich heute werde mich ist genau von sagen, unserer wo wir hin will. Kolonialpartie. Wir sind mitten im Das haben zweiten wir jetzt auch Raum dieses gefragt. Schiffs, das wir gerade durchqueren. Ich bin sehr Okay, eingeschränkt, was die bleibe ein Strategie bisschen. betrifft. Ich habe genau zwei Karten noch. Die werde ich auch diese Runde spielen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Karten. Die anderen diskutieren noch, wie sie durch den Raum kommen, weil wir diese Artillerie da oben, die Elite 3, ignorieren werden. Die zwei stehen aber da noch ein bisschen im Weg. Der wird zwar sterben, diese Runde. Das ist zu viel Detail, René. Ande, wann bist du dran? Warte mal. Also, ja, das war das Ding. Ich werde früh dran Ihr hört's kommen, mich jetzt? damit der Ja, Alter sich nicht René. wegbewegt, weil Wie habe ich ich das möchte ihn gemacht? anständig hauen. Ich habe doch auf Push to Talk gedrückt. Ja, Das sie wird haben auch dich der trotzdem Grund gehört, sein, René. warum du die ganze Zeit pfeifst oder nicht Psychotalk bist anscheinend. Doch. Ah, jetzt endlich. Weil. Dann wirst du von dieser Artillerie fokussiert, Andi, wenn du vor mir dran bist. Bist du mich auch in Dann hättet ihr Filmbereichweite? sagen müssen, dass ich noch immer pfeife. Ich hab's circa 1, 2, fünfmal schon 3, gesagt, dass du noch 4. immer Ja, jetzt steckt das rein, pfeifst. du. Ich habe eh 10 Leben. Ja, okay, passt. Verdammt. Dann schaue ich, Glaubt ihr, dann ich kann höre ich euch nämlich später zu? dran sein, Heißt weil das, wir kriegen dann dann beide Schaden von ihr? nur wenn sie so einen AOE-Angriff hat, das hoffe ich doch nicht. Okay. Na, Aber okay. wen würde sie denn zuerst fokussieren von uns Aber jetzt beiden? hören sie Na, mich nicht, der früher dran ist. sonst Weil kann ich wir sagen, dass ja sie gleich dünn weit sind weg und sind. Na, dann komme stinken. ich auf jeden Fall früher dran, allein um dich zu Okay, schützen. passt. Ja, danke, Anne. Und ich suche mir was aus jetzt. Übrigens, ich sage euch schon, was ich nächste Runde mache. Ich habe nur noch genau zwei Karten und die sind ideal, um die Tür zu öffnen. Bin zum nächsten Raum. Okay. Und René, wie konntest du dich so weit bewegen? Ich habe Du bist ja Movement 8 unheimlich und schnell. 3 mit der einen Movement Karte 8. gehabt. Er hat eine Wahnsinnskarte. Wahnsinn. Naja, die ist halt jetzt auf dem Discard-Pile. Auf dem Lost Pile Ja, meinst auf dem du? Lost Pile. Was aber Ja. wurscht ist, weil ich mir jetzt die ganzen Lost-Karten zurückhole. Wahnsinn, bitte. Ja. Ja, der René hat das, glaube ich, wirklich gut geplant, was er macht. Wie holst du dir die Lost Karten zurück? Ich habe eine Karte, die das kann. Und warum muss ich dann Das nach ist die dir zentrale drankommen? Karte, glaube ich, für den Spellweaver, damit er mit seinen acht Mir wäre Karten es überhaupt deswegen recht durchkommt. gewesen, weil ich habe dort diese eine Verteidigungskarte oben und die ist weg, wenn ich zweimal angegriffen werde. Und Die würde es dann auch wieder genau, bekommen. ich möchte Ja. möglichst nach dem Archer und nach der Artillerie dran sein, weil Okay. dann greifen mich beide an. Okay. Aber sie greifen mich nur dann an, wenn ich vor dir dran bin, weil wir Ja, sind ist beide aber gleich nicht. weit Ich weg werde von vor dir dran beiden sein. und wenn du die niedrigere Ja. Initiative hast, greifen sie dich an. Ich werde vor dir dran sein, sehr wahrscheinlich. Ja, also ich nehme mal an, die Karte wird da einfach liegen bleiben bis zum Schluss, wenn ich nicht weiter angegriffen Okay. werde. Ja. Wir haben alle unsere Karten hingelegt, so wie ich das sehe, Jupp. gell? Dann drücken wir auf. 74. 38. 15. Ja, mit Hey, den ich bin 15 vorm ist Hartmann es. sogar dran, ich bin bei 70. Nicht, dass ich viel machen würde, diese Runde. Ja. 35 für die Grad, 37 für die Artillerie, das ist ziemlich früh, 56 für die Archer. Oh, das ist Die schlecht. haben Range Artillerie minus erreicht uns 1. nicht. Die haben Range minus 1, die Oh ja, Artillerie. sie erreicht uns. Doch, dich erreicht sie nicht, Hartmann. Uns Ja, erreicht sie schon. die Vierer-Artillerie erreicht uns zwei. Ja, aber die in der Dreier Ja, die erreicht erreicht niemanden uns. jetzt. Aber immerhin minus 1. Ist auch nicht schlecht. Attack. Also sie macht nur 2 Schaden. Und dann natürlich noch diese, ja, wie auch immer. Die Guard hat einen Fernkampf. Okay, die ist wurscht, die stirbt vorher. Also ich bin der Erste quasi. Die Archer haben 2 Targets. Nein! Nein! Aber hast du nicht eh gesagt, dass du die Artillerie killen Ah, wirst? die ist weg, ja, die ist weg. Von der kriegen wir keinen Schaden.
Ja, außer du patzt. Außer ich Platz, ja. Ja, dann tu das halt nicht. Ja. Andi, du fängst an. Okay, ich mache zwei Angriffe. Oh, verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh Gott. Jetzt wollte ich von beiden das obere spielen, aber ich kann ja nur von einem das obere spielen. Na gut. Dann mache ich mit der Die fünften. untere Hälfte von Trample. Schau dir das mal an, ob du damit was anfängst. Nein. Die mag ich nicht für nix. Ja. Für nichts wegschmeißen. Und na, außerdem würdest du Naja, dich wohl. warte, warte, warte. Doch, Nein, doch, du doch, würdest. doch. Ich Nein, du könnte die kannst ja. Tür aufmachen. Ja, aber du machst den Fokus vom René weg. Dann machst du seinen Plan kaputt. Erst wenn du die vier Schaden Nein, ausspielst gegen den Archer. nein, ich bin immer noch 15. 15 ist meine Initiative. Ja, aber der René will ja zwei Angriffe jetzt schlucken. Also Nein, würde ich krieg ich keine schlucken. Angriffe, ich krieg nicht einen Ja, okay. Angriff. Ja, ich sehe schon. Na, hat mir das recht. Ich könnte ihm zumindest zwei Schaden machen. Diesen. Ich Nein, könnte Angriff zuerst. zwei, nicht zwei Schaden, Angriff zwei, das ist ein Unterschied. Warum greifst du nicht mit vier an und stunst Angriff ihn? zwei. Nein. Also mein Plan wäre gewesen, dass ich zuerst dem Archer drei Schaden zufüge und dann die Bombe werfe, weil das geht ja nicht, weil es ist zweimal die obere Hälfte. Was ich jetzt machen könnte, so wie der Hartmann gesagt hat, ich mache jetzt zuerst werfe ich die Bombe mit Shield Bash und dann mache ich meinen Move und öffne die Tür zu dem Raum da hinten. Das klingt wie ein guter Mann. Das ist super, Andi, glaube ich. Und dann mache ich dem trotzdem zwei Schaden, dem Archer. Nein, zwei Angriff, genau. Zwei Angriff, genau, und dann muss man weiter schauen, was weiter passiert. Das mache ich. Also ich werfe jetzt mal diese Münze, diese Bombe. Ich nehme da die Karte. So. Und drehe sie um. Du Unter kannst plus nicht, 1, damit das ist sie heißt, gekillt. sie ist gekillt, sie ist weg. Finde ich gut. Kommt eine Münze Ja, finde hin. ich gut. So, da kommt die Münze hin. Genau. Wer hat jetzt die Münze hingelegt? Oh Gott, so viele Hände verwirren mich. So, und jetzt bewege ich mich. Ich hüpfe über den Archer drüber, dann also mache ich einen Angriff 2 quasi, aber ich bewege mich dann gleich weiter. Ich stelle mich jetzt nur mal hoppla, daher. Und jetzt werde ich bei mir eine Stopp, Angriffskarte. vom Wortlaut her machst du zuerst eine Bewegung fertig. Okay, gut. Zumindest verstehe ich es noch. Warte, ich muss mal Ja, schauen. dann mache ich das. Passt schon. Aber wie ist das? Ja. Er bewegt sich auf die Tür drauf. Das ist 1, 2, 3. Ja. Und pass auf. Ist. Warte, stopp mal. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Ja, Stopp, von der genau. Reihenfolge her. In dem Moment, wo du dich drauf bewegst, wird die Tür geöffnet. Der nächste Raum Genau. wird aufgedeckt. Du hast noch einen Bewegungspunkt übrig. Kann man das Und umdrehen, das Ding? Oder ist das jetzt schon offen? Oder wie macht man Ich das? mache das, das ist gelockt. Ah, So, das ist stopp mal. gelockt. Stopp. Cool. Jetzt kommt das Ding da weg. Ich habe noch eine Bewegung übrig. Ich stehe jetzt mal hier So, und. stopp, ich lese etwas vor von dem Szenario. In dem Moment, wo diese Tür geöffnet wird, passiert was. Ja, okay, mach. Klingt gefährlich, aber fang an. Through the wreckage of door, you see one last. Nein, stopp, das sehen wir nicht. Ah ja, hier. As Trail still lies unmoving amidst the debris, you head toward the stairs to the upper part of the ship. It seems most of the smugglers have been taken care of now, but there are still a few more to deal with before you can safely take stock of the situation. Ja, und wir betreten jetzt einen neuen Raum. Das sind Stiegen vor uns, drei Felder. Die sind de facto wie das Wasser schwieriges Terrain. Also wir brauchen zwei Bewegungsfelder, um das betreten zu können. Dahinter lauern zwei Archers, zwei Elite-Archers, und hinter denen ist eine Tür. Diese Tür ist verschlossen. Sie öffnet sich nur, wenn sie zerstört wird. Und zerstört wird sie, sie hat 10 Hitpoints. Oh. Also sie braucht Angriff, also 10 Uff. Schaden,
Jetzt wissen wir, wofür wir die Bomben da haben. Alternativ kann sie zerstört werden mit einer einzelnen Bombe, so als ob sie ein Hindernis wäre. Wenn ihr euch erinnert, wir können Bomben auch auf Hindernisse werfen. Da wird kein Angriff durchgeführt, sondern das Hindernis wird automatisch zerstört. Das heißt, es wäre praktisch, auf die eine Bombe zu werfen, bevor man der 10 Hitpoints zufügt. Wir haben noch 2 Bomben, leider habe ich eine mehr. Ja, das müssen wir uns halt noch anschauen. Dann geht es danach in den letzten Raum. Ich habe noch eine Bombe, das könnte sich ausgehen von mir aus. Okay. Mhm. So, wenn ich mich jetzt daher move, dann erreicht mich eigentlich der Elite 2 nicht. Stimmt das? Aber der Elite 3 erreicht mich. Sehe ich das richtig? Die haben Reichweite 5. Nein, aber wie war das? Line of Sight erreicht mich der Elite 2 nicht. Oder? Line of Sight wird nur durch Wände beschränkt, also nicht durch Hindernisse. Aber die sind doch in einem anderen Stockwerk. Das ist egal. Das ist nur, spieltechnisch ist es kein anderes. Die schießen quasi runter auf dich. Okay. Aber was du machen kannst, ist wieder in den Raum zurück dich natürlich bewegen. Warte, ich schau mal, was für eine Reichweite haben. Ob der René in Line of Sight ist, ist eine Frage. Wir haben Reichweite 5. Reichweite 5 haben sie. Ja, vielleicht beim Bandit Archer 3, der müsste mich eigentlich erreichen. Zurückbewegen macht keinen Sinn. Er erreicht mich trotzdem. Kann ich gleich stehen bleiben. Immer an die Ecke des Sales X machen, die quasi am günstigsten für die Line of Sight ist. Naja, du musst bedenken, wie viel sie Reichweite haben. Die haben Reichweite 5. Das heißt, der Bandit Archer 3 erreicht dich, wenn du in der Tür stehst. Aber wenn du hinter der Tür stehst, erreicht er dich nicht. Richtig. Das würde dafür sprechen, dass du rausgehst. Und der Bandit Archer, der Elite 2 erreicht auf jeden Fall euch beide. Also wird den Andi angreifen, wenn er in Line of Sight ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Line of Sight bin. Sie machen 2 Schaden. Ich glaube, du bist in Line of Sight. Ich tu mal die Tür kurz wegbewegen, dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, du bist in Line of Sight. Da ist keine Wand. Ist okay. Weg. Was auch immer. Aber es wird der Andi auch in Line of Sight sein. Ich habe da nicht mehr so viel Movement. Das ist das Blöde. Wenn ich jetzt zurückgehe, muss ich den ganzen Weg wieder reingehen in den Raum. Du hast immer Movement 2. Und ich sage mal eine Sache. Dieses Obstacle, das da ist, wenn wir es irgendwie zerstören können, sollten wir es zerstören. Dann kommen wir um die Stiegen herum. Da muss man aber 2 Sachen draufwerfen, das sind ja 2 Felder groß. Nein, ziemlich sicher nur eine. Das ist ein Obstacle, das ist ein Gegenstand. Mhm. Also ich würde mir an deiner Stelle... Wer hatte noch die letzte Bombe? Ich habe eine 2 Bomben gibt es noch. Du und ich, wir haben noch Bomben, René, jeweils eine. Ich würde an deiner Stelle gegenüber vom René auf die andere Seite der Tür mich zurückbewegen. Dann erreicht dich der Elite Archer 3 nicht. Michi, du bist eh noch da? Ja, ich kann nur daher gehen, da erreicht er mich nicht. Aber hier erreicht er mich schon. Nein, da bist du nicht in Line of Sight. Ganz kurz, die Karte vom Hartmann, die Karten wieder zurückgibt, betrifft das auch den quasi Kartenfriedhof? Das betrifft nur die Discarded-Karten. Ah, okay. Die habe ich noch bereit für... Achso, da ist eine Mauer, gell? Genau, ist das eine Mauer? Ja. Da ist eine Mauer. Aber trotzdem erreichen mich beide. Wie mache ich das mit dem Lineal? Wie war das schnell? Tabulator. Okay. Aber Andi, du hast recht, die hintere erreicht dich wirklich. Ja, sage ich ja. Einfach ganz gerade in einer Linie, genau vom linken Eck immer. Schau mal her. Deiner Sicht. Ja. Reicht nicht, ja? Ja, okay. Richtig. Ah, was ist, wenn du dich eins nach hinten bewegst, gerade? Du meinst daher? Das haben wir vorhin schon vorgeschlagen. Ja, das ist die Möglichkeit, wie er von dem Dreier nicht getroffen wird. Ja. Richtig, ja, das ist es eigentlich. Ja, aber er macht immer 2 Schaden.
Okay, wenn du den Schaden lieber schluckst und weiter in den Raum rein kannst, hast du eine Möglichkeit, in der nächsten Runde dieses Hindernis irgendwie zu zerstören, Nein, oder? wie denn? Ich habe keine Bombe mehr. Was? Ich glaube, der Mich ist der Spezialist für Zerstörungen von irgendwelchen Sachen. Die Karte ist am Friedhof. Lost, meinst du? Nein, es ist blöd. Ich meine, das heißt, der René muss die nächste Runde mit einer Bombe zerstören. Ich glaube, was anderes wird da nicht sinnvoll gehen. Und eine Bombe haben wir dann noch. Ich habe da noch eine, die hebe ich mir für die Tür auf. Warum macht das der René nicht jetzt dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Dann muss der Ich René kann schauen, es ob es deswegen nicht tanzbar ist. machen, weil ich die obere Aktion von der einen Karte brauche. Sonst habe ich keine Karten mehr. Warte mal, Ja, warte stimmt, ja. Ich habe nur noch zwei Karten jetzt Ach aktiv und so, diese zwei Karten ja. muss ich einsetzen. Ich habe nicht einmal mehr Karten im Discard-Stapel, das heißt, ich kann Aber nicht einmal einen René, Long Rest machen. du musst die Bombe nächste Runde möglichst früh auf dieses Hindernis werfen, weil über die Stiegen drüber, glaube ich, das packen wir nicht. Da ist das Movement zu Weißt du angeschossen was? von Ich bleib alles. hier stehen. Ja. Ist okay. Wenn du den Schaden von dem Elite-Archer schlucken willst, ja. Die machen beide jeweils zwei Schaden und ich habe noch meine, wie heißt das Ja, sie Zeug? haben Attack minus Mein 1. Warding Strength habe ich noch aktiv. Da habe ich noch einmal eins weniger. Also ich kriege nur einen Schaden von jedem. Ja, das klingt gut, Und ich ja. habe 10 Leben. Bleib hier. So, das war mein Zug. Ich bin fertig. Nein, du musst den Angriff noch durchführen. Der kommt jetzt. Angriff 2 auf den Archer, den du Nein, durch nein. dich bewegt hast. Zuerst habe ich, warte mal, was habe ich denn gemacht? Ah, ja, Du genau. hast dich Habe ich jetzt durchbewegt. Das heißt, du kriegst noch einen bewegt. Angriff 2 auf den Bandit Archer Angriff Elite 1. 2. Wo ist denn der? Da steht er, genau. Warum? Wie mache ich mein Lineal wieder weg? Aber lauter. Du musst oben, links oben auf das Dings drücken. Links Links oben, oben, da ja, gibt es diese mit dem, Buttons ja. und wenn du auf den Grab-Button drückst, dann ist es weg. Zumindest hab's ich so weggekriegt. Es gibt sicher eine bessere Möglichkeit auch. Ich weiß nicht, was für ein Button du Nein, das meinst. links Wenn oben in der du. Ecke ist ein Andi Icon drückt mit einem F1, Finger, mit einem F1, Zeigefinger. F1, Andi. F1. Ich wusste, Danke, es gibt danke, eine einfachere danke. Methode. Okay. Stimmt. Also. Es kriegt jetzt einmal der Elite 1 Archer kriegt einmal 2 Schaden. Nein, Angriff 2. Das heißt, ich muss bei mir eine Karte umdrehen. Stimmt? Okay, Also, Er er hat zwei kriegt, sage ich Schaden. ja, er kriegt 2 Schaden. Wir sollten Wie außerdem gesagt. für die beiden neuen Elite Archer Counter hinlegen. Der hat Ja, jetzt mache noch ich 5 gleich. Leben. Und als nächstes. So, jetzt habe ich mal, die ist dann weg einfach die Karte. Hoppala, warte mal. So, jetzt habe ich es. Wir haben Das nämlich war jetzt noch nur zwei 4 und frei. da. Die ist dann einfach lost. Und als nächstes mache ich gar nichts. Ah nein, die habe ich ja auch schon weg. Mit habe ich die Bombe geworfen. Alles klar. Der nächste kommt dran. Mit der habe ich die Bombe geworfen. Mit der bin ich gesprungen, kommt auf den Lost-Stapel. Und ich krieg 2 Erfahrung. Genau. So, ich habe unseren normalen Archer in unserem Raum gerade zu Archer 4 gemacht. Okay. Gut. So, warte mal, ich habe ihn jetzt über 38. Passt. Du bist, glaube ich, als nächstes. Nein, nein, 35 und 37 sind die. 37. Ja. Guard stirbt. Wer stirbt? Guard. Also die Guard. Ich nehme ihn zu mir. Und Artillerie. Rein technisch betrachtet ist dieser Guard kein Kill für irgendjemanden. Doch, die ist für Auch mich wenn ein du ihm die Kill. Wunde zugefügt hast, aber es ist kein Kill. Range haben die, warte mal, 5. Macht es irgendeinen Unterschied, ob man den Kill gemacht hat eigentlich? Na super. Für Ruhm und Okay. Ehre. Der Bandit Okay, Archer dann wird war's mein mich Kill. angreifen. Nein, Okay. bitte dich nicht, wieso?
Wen greift er sonst an, Michi? Die Artillerie macht nichts und du bist nicht dran. Ich bin vorm Bandit Archer drin. Ich habe 38. Ja, okay. Ja, du hast recht. Ich Bleibt habe dort, geglaubt, wo dass der Typ 37 ist beim gestorben Archer. ist. Danke, Michi. Ist es der Grund, warum dann keine Münze dort liegt, oder habt ihr die einfach nicht hingelegt? Vergessen, würde ich mal Die sagen. Artillerie reicht mich doch. Wieso? Sie hat Reichweite 4, aber 1, 2, 3, 4, aber dann hat sie eine AOE-Attack, wo ich dann drinnen bin. Ja, Das aber ist das muss Erste. nicht, na, im Moment muss Nein, nicht bei der. nein. Achso, okay, Technisch ja. gesehen, sie erreicht mit der Reichweite 4 das Feld direkt vor mir und ich bin dann in der AOE von dem Angriff. Ja, aber muss da nicht irgendwas? Ich glaube nämlich Nein, schon, dass nein, das nein, Dive das habe muss, ich einmal oder? nachgeschaut. Okay, gut. Nämlich genau, weil ich mir das genauso gedacht habe wie dir, Michi, wie du, Michi, gerade. Aber sie erreicht mich dadurch. Das ist Alles klar. ärgerlich natürlich. Und Push 1, was dich nicht stört. Ja, genau, weil du hinter mir stehst. Das heißt, wir ziehen eine Karte für die Artillerie. Sie hat Angriff 1, glaube ich. Nein, Angriff. Sie ist Elite, Angriff 2 hat sie. Ja. Aber es ist wurscht, ich werde auf jeden Fall wieder eine Karte verlieren. Ich ziehe mal. Ja, Plus 0. also ich muss mir wieder eine Karte aussuchen, die ich verliere. Das ist nicht sehr plangemäß, leider. Okay. Leben hast du noch? Nur eins, deswegen muss ich eine Karte verlieren. Okay. Hat man was zerstört, jetzt einiges. Jo. Um mich nämlich schnell bewegen zu können, die eigentlich einen Schaden geben, folgt mir drauf. Nämlich einen. Ja, Michi, das ist nicht sehr gut. Das ist ein Killer eigentlich. Au. Ah, Mann. Sorry. Oder, warte, nein, ich kann es anders machen. Ich kann es anders machen. Ich kann es anders machen. Ich werde es auch anders machen. So, ich bin jetzt dran, oder? Nein, ja, aber ich überlege noch, welche Karte ich weggebe. Dann bist du dran. Aber wurscht, ich überlege währenddessen. Nein, ich kann das nicht machen, weil das könnte deine Entscheidung beeinflussen. Nein. Werde dich nämlich heilen. Ja, ich werde dich heilen und der Archer Nein, bleibt in deinem Leben. ich heile mich selber ziemlich stark in dem Zug. Also wenn du Ja. mich mehr als 2 heilst, dann ist Heilung vergeudet. Wenn du mich nur 2 heilst, dann wäre es perfekt. 3 ist noch Ja, tolerabel, glaube ich. ich hab jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich knall dir eins vor den Latz und du kriegst einen Schaden, musst eine Karte wegwerfen. Das bin ich überhaupt nicht dafür. Ja, siehst Dann du. Oder ich bewege mich zwei. Ja, das kann ich machen, das werde ich auch machen. Ich werde mich zwei bewegen vor dich. Obwohl das Recht des Heal 2 ist wirklich günstig für mich. Das geht sich dann perfekt Nein, aus, dass er mich. nein, nein, du nein, ich kannst würde es dich, anders du machen. kannst dich Ich nicht werde. zwei bewegen, wenn du ihn heilst. Na Das eben, stimmt, ich. ja. Ja, Ja. deswegen, ich bewege mich um zwei. Greife den Archer 4 mit der oberen, mit Crater an. Ja. Und steh dann vor dir. Und nächste Runde bekommt die Artillerie eine neue Karte, ne? Heißt, Leute, während wir so lange überlegen, sind wir schon alle tot. gut, darf ich das jetzt machen? Ich mache das jetzt, ja. Ich ziehe jetzt über dich drüber und greife mit der oberen Karte mit Range 3 den Archer 4 an. Und So, ich habe warte. jetzt eine Karte auf dem Lost Pile wieder geschrieben. Kann aber, halt, Band, ich greife beide Archer an. Und zwar den Elite 1 und den Elite 4, weil aufgrund der Karte Backup Ammunition. Wie kannst du beide angreifen? Backup Ammunition. Ja, das ist Bekommen super, ja. ein zusätzliches Target. Oh, cool. Okay, mit 3 Angriff und Push 2, wobei mit dem Push passiert nichts. Das ist echt nett. Okay, also ich fange mal an mit dem Archer 4 oben. Das Push Okay. hast du eh nicht, weil du die Energie nicht hast im Raum. Ah ja, stimmt. Okay, passt. Schade, weil dann würde ich sogar ein XP bekommen. Richtig, die XP kriegst du da auch nicht, du kriegst andere XP. Ja. So, ich kille mal den Bandit Archer 4, okay? Außer du hast einen Crit-Fail. Ja, genau. Also ich greife jetzt den Bandit Archer 4 an, okay? So. Und Oh je. und scheitere ah, elendiglich. dann Lebt er immer noch?
Ja, Dann das greife ist ich den fürchterlich. Bandit Archer Elite 1 an. Nein, greif nochmal den Vierer an. Mach ihn weg. Nein, Huh, ich das ist greife eine nicht. interessante Frage. Ich glaube, das darf er nicht. Er muss Glaub zuerst seine nicht. Targets benennen und dann macht er seine Angriffskarten. Ja. Und ich glaube nicht, dass man mit den, das schaue ich jetzt gleich in Erfüllung. Das ist eine interessante Strategie. Ich schaue es nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht. Ich Na, schaue es nach, während das du die Karte ziehst und den anderen angreifst, sonst ändern wir es zurück. Ich schaue in der Fahrt nach. okay, also ich greife jetzt den Elite 1 theoretisch schon mal an, ja. So, bitte mal 2. Nein, plus 0. Aber ich muss mischen, sehe ich gerade. Warte mal. Wenigstens nicht minus Mische null. immer erst am Ende der Runde. Ja, ey. So, ich habe plus 0, ja. Das heißt, ich greife ihn mit 3 Schaden an. Ja? Ich mach das jetzt. So. So. Er hat nochmal 3 Leben. Der eine lebt nur noch. Das heißt, mein Zug wäre beendet. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich eine Short Rest mache oder eine Long Rest. Nächste Runde. Sagt's hier? Ja, ist die Hallo? Frage. Der Unterschied ist ja nur, ob du Heilung dazu kriegst oder nicht. Du hast eh so viel Leben. Brauchst keine Long Rest. Naja, es geht mir nicht, es geht mir um die Karte, die ich mir aussuchen kann, weil es gibt eine Karte in meinem Discord-Ding. Die ich unbedingt brauche, und das ist Movement 4 mit Jump. Ja, aber die kannst du eh behalten. Angenommen, du würdest die rausziehen, kannst du eh noch Leben hergeben. Du hast so viele Leben. Achso, warte mal, ich kann Leben dafür opfern, gell? Genau, du hast ja 9 Leben. Aber du, bei einer Im Long Rest Endluxus hätte würdest ich du auch gern. eine Karte verlieren. Genau. Ja, aber ich kann sie mir aussuchen, die ich Ja, verliere. kannst du sowieso. Zu dem Target habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, aber ich würde mal fix davon ausgehen, dass man nicht denselben Na, mehrfach angreifen kann. es heißt doch Add-Target, das nicht, Ja. wo du ein Target zweimal angreifst, ne? Okay, ja, ich werde eine Short Rest machen. Das heißt, ich muss alle, auch die Karten auf meiner Hand mischen, nein, gell? Nur die im Discard-Teil, oder? Nur im Warte mal. Discord-Teil. Ja, das heißt, jetzt mal alle. Entschuldige, Wie? Michi, was war? Wir haben schon Ich geklärt. mache eine Short Rest, aber Dann es tu ist als ja. erstes eine Karte aus dem Discard-Pile rausnehmen. Das ist die, die du erwischt, die auf den Lost-Pile kommt, und die restlichen nimmst du auf die Hand. Außer du willst eine andere auf Ich den ziehe jetzt Lost-Pile einfach nehmen. 5 raus, okay? Na, es ist, glaube ich, geschickt vom Du gibst Ablauf 5 her. ein. Wenn du von den 5, wenn du die für 5 Stapel mischt und eine rauswählst, das ist die, die lost wird. Und die Ja, anderen nimmst du auf die Hand. das ist die Lost-Karte hier. So, was kann die? Ja, das ist halt die Area Attack. Passt. Ich sage nur, warum man zuerst die Karte rausziehen sollte, bevor man die Karten auf die Hand nimmt, ist die, wenn du dich entscheidest, dass du doch nicht diese Karte verlieren willst, dann kannst du dann noch eine andere Karte aus dem Stapel Dann ich, rausziehen, ja. weil sonst geht es bei der Hand, kannst du dann natürlich nicht mehr gut mischen, wenn du Ich die weiß Karte schon, auf was der du Hand meinst, hast. aber ich kann auch einfach den Stapel rüberziehen und dann sehe ich auch einmal zwischendurch die Karte. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber das Wichtige ist, dass du die Karten erst dann auf die Hand nimmst, wenn du entschieden hast, welche Karte du verlierst. Okay, also das war meine Short Rest jetzt. Nur technisch gesagt ist die Short Rest eigentlich erst, wenn alle anderen Züge fertig sind. Wird aber jetzt keinen großen Unterschied machen. Warte mal, es ändert sich jetzt insofern was, weil ich jetzt dann Naja, durch in den Raum gewisser Weise schneller macht es schon komme, einen ja. Unterschied. In gewisser Weise macht es schon einen Unterschied, weil ja die Archer noch drankommen zum Schießen. Und sie schießen Sie auch auf schießen. ihn und Ja, der also andere noch. ich sage es für die Zukunft, wir sollten die Short Rest erst machen, wenn alle fertig sind. So, wir haben die Archer-Angriffe eigentlich jetzt überhaupt noch nicht gemacht, oder? Ja, weil sie auch nach ihm dran sind. Es war jetzt der Michi dran und die Archer waren Ja, noch nicht dran. mein Fehler. Ja. Weil der hat Reichweite 4 hat man, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Und er hat Der hat zwei Add-Target. Targets. Das ist. Ach, das ist verflucht. Ich Ja, verliere noch ich eine fürchte, du Karte. wirst noch einmal angegriffen. Ja.
Gut, na dann ziehe Na, ich meine wenigstens der Lead der Karte. Archer 1 greift mich nicht an mit seinen beiden Targets. Oder, Moment, warte mal. So, drei, nein, geht sich nicht aus. Okay, würde sagen. So, sind jetzt die Archer dran eigentlich mit 56? Ja. Weil die Weil Kanone von macht. uns sind, glaube ich, nur noch ich dran und ich bin mit 70 dran. So, Kanone war fertig. Nein, Genau. ich bin auch noch dran, aber ich bin auch später dran. Ich habe 74. Ah, okay. Okay. So, das Stimmt. heißt, der Archer zieht jetzt mal eine Karte und zwar der Nein, Archer 4. stopp, stopp, stopp. Erst müssen wir den Fokus finden. Wir fangen mit den Elite-Archern jetzt mal an. Bandit Archer Elite 1 hat zwei Fokus. Und das sind der René, der direkt neben ihm steht, und der Michi, der drei Na, Felder ich bin mir nicht wegsteht. sicher. Na, Die er ist drei nicht anderen sind sichtbar. auch drei Felder Ah ja, weg. und der Der René André war ist nicht früher dran. sichtbar. Oh ja, ich bin sichtbar. Ich bin wieder sichtbar, weil die Karte liegt noch daneben auf. Ja, Logo. die müssen wir weggeben, aber er ist schon längst wieder sichtbar. Ich habe Okay. die Karte schon weggelegt. So, die ist, Ah, dies. die ist lost. Ja, alles klar. Ja. Genau, das wollte ich dich sowieso fragen, Hartmann. Wie ist das, Nein, wird sie nicht. wird sie nicht? Schade eigentlich. Lies nochmal genau den Text durch. Welchen Oh, Text? recover all of your lost cards. Nein, Ja. es könnte sogar sein, dass du recht hast. Ja, vom Text her klingt es so, als ob du recht hast. Stimmt, ja. Ich bin einfach großartig. Ohne dass ich weiß, dass ich's bin. Okay, auf jeden Fall würde der Elite 1 den Spellweaver angreifen und das sind René und Andi eigentlich. Ja. Beide würden Na, an und angegriffen für werden. sich, ja. Ja. Weil der Andi ist drei weg. Aber bewegen sich die Genau. Archer eigentlich noch oder bleiben die dort stehen, wo sie sind? So, jetzt muss man nur schauen. Bei einem bekommt der Archer ein Disadvantage. Na, der bewegt sich, Er oder? wird sich Nein. bewegen. Warte mal. Nein, Aber steht er nicht auf der Karte um. stimmt, haben wir letztens gesagt, wenn nicht auf der Karte du hast steht, bewegen recht. sie Ja, er sich kriegt nicht. Disadvantage, ja. Ja? Das ist der Was Disadvantage. aber eh wurscht ist, weil. Du hast ein Spellschild. Weil ich den Shield habe. Und bei den anderen beiden kann mich nur einer angreifen, weil der andere zu weit weg ist. Trotzdem sollten wir, glaube ich, die Karten ziehen. Wenn er ein Patzer zieht, dann wird es nicht aktiviert. Genau, Ja, auf jeden Fall. das ist schlecht. Detto, wenn er eine Minus-2-Karte zieht, weil dann macht er 0 Schaden. Nein, das ist sogar gut, weil wenn er dir jetzt keinen Schaden macht, könntest du in den Raum schon reinstürmen. Und wenn die Archer nächste Runde früher dran sind, kannst du den Damage absorbieren. Weil dann stellst du dich einfach auf ein Stufenfeld. Mit deiner Ja, ich habe mir Karte. aber sowieso gedacht, dass Es ich ist in den wurscht, Raum das kann man reingehe. jetzt eh nicht beeinflussen. Ich habe mir sowieso Achso, gedacht, dass ich in du den machst Raum das in die reingehe. Runde. Stimmt, dann Egal, machst du ob er es in die mich Runde. trifft oder nicht. Lieber wäre es mal, Ja. wenn er mich trifft, weil dann hätte ich die Karte nachher auch in der Hand. Okay, wurscht. Dann ziehen wir jetzt einmal eine Einmal. Karte für den Bandit Archer Elite 1. Der greift jetzt mal den Spellweaver Zwei an. Karten. Moment. Zwei Er hat wie Karten. viel Reichweite? Vier. Müssen jetzt aufpassen. Nein, der hat 5 Reichweite. Okay. Ja, das ist nämlich eigentlich ein Eins bisschen ist schlecht, weil somit könnte auch der Tinkerer Nein, sein reinkommen. Fokus sind der René und alle anderen sind in Reichweite 3. Das heißt, der die geringste Initiative hatte, ist sein zweiter Fokus und das ist der Ande. Ja, Und er hat auch Line stimmt. of Sight zu ihm. Also er greift den Ja. Ande als zweiten an. Wir fangen mit dem René an, da hat er Disadvantage, zwei Karten für den René. Da Karten von René. Okay. Okay. Ja. Zack, minus 2. Das Kein heißt, es wird Schaden. nicht aktiviert. Hat nämlich minus Ja. 1 auf seiner Karte und minus 2 durch die Karte, die gezogen wurde, und 3 hat er Angriff. Das ist genau 0. Der Nee. fügt 0 Schaden zu und deine Karte wird nicht Ja, aktiviert. obwohl, warte mal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, der blöde Elite 3 trifft mich nicht. Der ist zu weit weg. Ach, geh bitte. Ich wollte getroffen werden. Ja, du wirst jetzt aber 0-mal getroffen. Das heißt, Nein, besser 0-mal als der einmal. Ah ja, Zweier doch. trifft mich, ja. Ja, dann, okay, das ist wirklich eine blöde Sache. Warte mal, warum trifft dich der Zweier? Na, weil ich 5 entfernt bin. Ah ja, stimmt. Stimmt, ja. Und er hat zwei Ja, weil Targets, sie das zwei ist ja Targets was. haben, genau. Das mit den Doppeltargets, das hat uns
uns mehreren von uns einiges zusammen. So, Angriff auf Nande. Eine Karte. Eine Karte. Mit Angriffswert 2. Minus 1. Ein Schaden. Ich krieg gar keinen Schaden. Ah ja, deine Rüstung wird aktiviert. Also deine Karte wird einmal aktiviert. Aber so. Diese Warding Strength. Apropos, genau. Michi, du hast, glaube ich, Erfahrung gekriegt vorhin. Hast du das dir gegeben? Weil? Ah, warte mal. Nein, habe ich nicht verwendet. Du hast das Add-Target doch einmal aktiviert, oder? Add-Target habe ich aktiviert, ja. Ah, da wandert der Marco 1 weiter und du kriegst eine Erfahrung. Du hast recht, ja. Du hast recht. Erfahrung. Okay. Okay, der Elite Archer 1 ist ablassen. Der hat beide Angriffe. Damit ist Elite Archer 2 dran. Der greift zuerst den Ande an und dann den René. Der Dreier kommt jetzt. Juhu. Der Zweier. Okay, also ich ziehe jetzt mal, ja? Eine Karte. Für eine Ande bitte, ja? So, zack. Der hat Angriff 2 plus 1. 3 Schaden würdest du nehmen. Ah nein, 2 Schaden, wenn du einen Schild hast. Genau. Das heißt, und ich krieg eine Erfahrung, was auch nett ist. Ja, also 2 Schaden und eine Erfahrung und Marker wandern weiter. Angriff auf René. Keine, Moment, du kriegst keine Erfahrung. Du hast vorher die Erfahrung bekommen. Nein, jetzt bin ich weggezogen und jetzt ist die Erfahrung frei geworden. Dann hat recht. Immer wenn man wegzieht und das Feld mit dem Erfahrung freilegt, dann kriegt man die Erfahrung. Passt, okay. Mhm. Sorry, wollte nur korrekt sein. Dann ziehe ich meine Karte nicht. Ja, gut, ich ziehe deine Karte, okay. Ah, doch, ich hatte sie schon in der Hand. Und du, er hat aber Disadvantage. Nein, hat nein, ist nicht. Also hat Angriff 2 mal 2 ist 4. Die Frost Armor hilft da sehr gut. Ja, ja, perfekt für mich. Lass die Karte daneben wieder liegen, dass wir merken, dass wir mischen müssen. Aber die Karte ist noch nicht weg, oder? Ja, das ist das Problem. Aber das war das Pech mit dem Angriff vorher, dass der keinen Schaden zugefügt hat. Ja. Okay. Damit ist Elite Archer 2 abgeschlossen. Jetzt ist Elite Archer 3 an. Der greift nur den Ande an. Wie? Kein Angriff. Okay, passt. Nicht. Ah, okay, gepasst. Der Boss nicht noch dein Schild aktivieren. Ah, es ist noch der Archer 4 dran. Ja, richtig. Aber ich hätte das Schild gerne aktiviert, aber gut. Der kostet mich noch eine Karte und das macht mir alles kaputt. Schauen wir mal. Angriff 1 hat er. Zuerst auf dich. Ein Schaden auf dich. Okay. Also minus 1 wäre jetzt ein Godsend. Noch hast du ja die Chance, dass er patzt oder halt minus 1 oder so irgendwas hat. Okay. Nochmal. Auf dem Hartmann. Minus 1. Verstau. Hör auf zum Weinen. So, damit sind die Archers durch. Ja? Jo. Das war Initiative 56. Ich